Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tschernobyl-Light. Und wie ihr seht, seht ihr das. Denn ich habe es im Brief Edge Let's Play schon erzählt. Wenn die Folge hier rauskommt, dauert das noch ein bisschen. Das Spiel geht jetzt im Juli aus dem Early Access raus und geht in die Full-Version quasi oder in die Version 1.0. Ich habe jetzt gerade auch erst das erste Mal gesehen. Es gab ein Update. Ich weiß nicht, ob jetzt schon neue Sachen drin sind. Und ich habe jetzt ganz schnell ausgemacht, wieder angemacht. Und es ist. Ich weiß nicht, ob wir weiterspielen können, ob wir wieder von vorne anfangen können. Deswegen habe ich euch direkt mitgenommen, habe gesagt, komm, wir starten rein. Und ich muss auch schon alles hier auswählen. Tatjana. Monster. Oh nein, ich habe so ein ungutes Gefühl. Ich weiß, dass es für YouTuber ein bisschen dunkel ist, deswegen nehme ich das hier. Aber wir können weiterspielen und wir sehen ein neues, ja, ein Hauptmenübild. So, ich habe jetzt mal Fenster zugemacht, schon wieder kalt hier. Ich hoffe, wir können weiterspielen. Hey, dieses Mal haben wir jede Menge an der Struktur von Tschernobyl-Light geändert. Du solltest zwar einen alten Spielstand laden können, aber mit ein paar Fehlern und Bugs. Aber wir empfehlen, nochmal von vorne anzufangen. Du wirst viel mehr Spaß mit dem Spiel haben. Wirklich fortfahren? Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Theoretischerweise müssten wir neu anfangen, weil wenn wir echt Bugs und Fehler dadurch haben, wäre es natürlich schade. Ich bin unschlüssig. Ich weiß es nicht, ich bin... einerseits würde ich gerne von neu anfangen. Andererseits würde ich aber auch gerne weiterspielen. Aber sie sagen ja auch jede Menge neue Strukturen, geändert und so. Wir fangen ein neues Spiel an. Überlebensschwierigkeit Mittel, Kampfschwierigkeit Mittel, Management Mittel, Einführung überspringen. Anzeigen werden wichtig, lalala, okay. Aber so sehen wir auch mal vielleicht die Neuerung. Ha? Also komm. Komm, wir starten noch mal rein. Let's go. Bist du sicher, dass du ein neues Spiel beginnen willst? Dein gesamter Spielfortschritt geht verloren. Ja. Корпорация NAR начинает испытание новейшей разработки – технологии рекультивации. Кажется, 90, потом 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные из зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников, они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно – саркофаг трогать нельзя. Ach ja, so beginnt alles von neuem. So beginnt alles von neuem. Deine. Und es läuft wesentlich performanter, habe ich das Gefühl.
Таня, прекращай эти шутки. Oh, jetzt gibt's auch richtig Stimmen und tralala. Oh, geil. Ну ты, Соня. Ich bin gespannt, was neu alles gemacht worden ist und tralala. Deswegen fangen wir nochmal von vorne an und wir haben eine Notiz und wir werden sie lesen, indem wir T einblenden. Dunkler Himmel über Prypjat. Die Folgen des Tschernobyl-Desaster sind entsetzlich. Es ist der einzige Fall in der Geschichte, bei dem ebenso viele Menschen an Reaktorschäden sterben wie an der Strahlenkrankheit. 31 Opfer kamen in wenigen Wochen ums Leben, hauptsächlich aufgrund radioaktiver Dampfverbrennungen oder Strahlenbelastung. Eine Person starb sogar an einem Herzinfarkt, aber diese Zahlen spiegeln den Ernst der Situation nicht wider. Innerhalb von 36 Stunden evakuiert die Behörde 115.000 Menschen und sagen ihnen, sie können bald wieder nach Hause zurückkehren. Unglücklicherweise war das eine Lüge. Die Katastrophe hatte auch schwere wirtschaftliche Folgen. 784.320 Hektar Agrarland und 694.200 Hektar Wald wurden von der Agrarproduktion ausgeschlossen. Die Sowjetunion stellte knapp 18 Milliarden Rubel für die Reparatur der Auswirkungen dieses Desasters bereit. Dies ignoriert jedoch die Tatsache, dass die Menschen, die aus dem nahen Prypjat evakuiert wurden, in den nächsten Jahrzehnten an verschiedenen Krebsarten erkranken werden. Außerdem wird geschätzt, dass die Anzahl bösartiger Krebsarten in benachbarten Ländern exponentiell ansteigen wird, vor allem unter Kindern. Ja, das hatten wir schon gelesen gehabt und ja, und somit geht alles wieder von vorne los. Tatjana, wo bist du? Naja. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf eine neue Runde Tschernobyl Light. Igor. Ja, ich komme, mein Hase. Und es läuft stabiler tatsächlich. Man mag es gar nicht glauben. Es läuft wesentlich stabiler. Татьяна, warte. Сделал мне предложение. Ich habe dir einen Antrag gemacht. Das ist richtig. Такой милый. Мой дорогой профессор Химин. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество. Где ты? После стольких... Ich erschreck mich nicht, den kenne ich schon. Ich kenne diesen Trick schon. So. Es ist ein wenig laut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Worauf haben wir uns da nur eingelassen? Alter! Alter! Tatjana, ich komme! Nein! Nein! Alter! Sterb!
Alter, ich habe keine Munition mehr. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Кажется мне таким знакомым. Это же моя старая мастерская. Das ist meine alte Werkstatt. Mhm. Ja, unsere alte... Oh. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Ich beeile mich schon. Ich wollte mich nur noch mal umsehen, ob hier vielleicht was Neues ist oder so. Oh. FDT. Preparatory of Future. Okay. Eigentum der Future Deterrence Technologies. Aha. Mechanische Teile nehme ich mit. Und elektronische Teile. Возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Alles klar. Aber ist das nur in unserem Kopf? Das ist alles nur in deinem Kopf. Ich habe so das Gefühl, es läuft wesentlich performanter als wie noch vor einigen Folgen. Das merkt man tatsächlich. Also sie haben richtig dran geschraubt, auch an der Grafik nochmal. Holy shit, wie das aussieht. Lecko funny. So, den müssen wir basteln. Dann schauen wir mal. Den kennen wir ja schon. Das ist nie im Leben real. Das kann nicht real sein. Так приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нарт церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекультивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний, но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Чернобылита. Так он называется, Игорь. Игорь. Was, ich? Ich? Redet er mit mir? Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такой? Das weiß ich nicht. Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. So, und bevor wir jetzt weitermachen, ich muss doch tatsächlich so auf 80 mal die Lautstärke stellen. Ist, glaube ich, besser. So, warte mal, was? Nutzeroberfläche? Achso, okay. Kompass, lalala, okay, alles klar. Grafikoption, was hat das stehen? Hat das so gelassen eigentlich? Ja, auf hoch. Okay, das reicht ja vollkommen. Das sieht halt so unglaublich, unglaublich gut aus. Und es läuft tatsächlich wesentlich performanter. Naja, wir schauen erstmal. Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. You are the boss. Операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению.
Aber ab jetzt kann man das Spiel dann auch endlich durchspielen, ne? Muss man ja auch sagen. Und da ist Tschernobyl. Der Reaktor. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будешь считать. Игорь, пора! Я, ich bin schon unterwegs, Entschuldigung. Канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Alles klar. Ja, natürlich. Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Хватит разговоров. Вперед. Alles klar. После вас, Игорь. Дамы и умники, вперед! Okay, let's go. А ты шутник, да? Jetzt können wir ja mal was anderes ausprobieren, wenn wir erwischt werden. Alles klar, wir treffen uns dort. Aber wieso gehe ich nicht mit denen, wenn sie eh zur Kanalisation kommen? Achte auf den Kompass am oberen Bildschirmrand. Deine Ziele, wichtiger Charakter und zufällige Ereignisse sind drauf markiert. Wirf einen Blick darauf, wenn du dich verlaufen hast und nicht weiter weißt, wo du als nächstes hingehen solltest. Ja. Dass wir das jetzt schon kennen, ist klar, aber wie gesagt, wir können ja jetzt ein bisschen... Es ist einfach unfassbar, wie unglaublich performant das jetzt läuft. Also, die haben sich echt ins Zeug gelegt. Es läuft halt so unglaublich flüssig, es ist unfassbar. Alter, so nah am Reaktor, unglaublich. Und da hinten sind die Soldaten. Ich hoffe, die erwischen uns nicht. Oh, eine neue Anzeige. Oha. Die Anzeige ist anders. Kann ich den überwältigen? Ich kann ihn nicht überwältigen. Nein, ich bin dafür noch nicht ausgebildet. Okay, die Anzeige ist anders. Auf jeden Fall, das ist schon mal neu. Man sieht diesen gelben Schein. Das ist jetzt nicht so eine Strichlinie, sondern das erscheint halt einfach. Der macht seine Kreise, ne? Ich frage mich nur, wo lang der geht. Ich hoffe, der geht da vor dem Auto entlang. Oh nein. Oh nein, oh nein, das ist doof. Das ist richtig doof jetzt. Jetzt bin ich in der Zwickmühle, das war's. Gott sei Dank hat er uns nicht gesehen. Ich hoffe, wir kommen vorbei. Wir können vorbeischleichen, das wäre ein Traum. Nein, der sieht uns. Nein, 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 sieh uns nicht, sieh uns nicht. Oh, der geht untersuchen. Oha, der hat uns Gott sei Dank nicht gesehen. Oh nein, der steht da. Ich weiß nicht, ob sie die KI ein bisschen geändert haben. Das kann natürlich sein. Aber ich weiß doch, dass wir von dem angequatscht worden sind, was wir hier machen. Und wir konnten dann... Verdammte Mäuse, ich habe mir Hose gemacht. Und dass wir dort Rede und Antwort standen mussten. Und diesmal sind wir da glatt durchgekommen. Nice. Ich habe hier mal gearbeitet, schon vergessen? Da bin ich mir sicher. Okay. So, öffne... Rüste deine Tasche... Öffne deine Tasche mit I. Oder mit Tab.
So, wähle Umgehungsscanner und drücke F, um ihn auszurüsten. 3, 6, да, не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности на ближайшие 1-2 часа. Вы все не в безопасности. Niemand von euch ist sicher. So, dann wollen wir mal. So. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер. Hauptmann Oliver. Wie er da einfach reinjumpt, so. Juhu. So. Okay. Wie war das nochmal mit dem Scannen? Nee, rechte Taste, ne? Ja, nice. У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Работи, работи! Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? So, und ach so, apropos Kommentare schreiber. Vielen, vielen Dank, sage ich jetzt auch hier nochmal. Dankeschön an die ganzen Leute, die immer wieder Kommentare schreiben und mir Tipps geben und tralala und so. Danke auch nochmal an den Hinweis mit der Gasmaske, denn die Gasmaske tatsächlich, die haben wir gehabt. Jetzt haben wir sie natürlich nicht, aber wir haben sie gehabt, tatsächlich schon. Und die war, habe ich wohl im Schrank eingelagert. Aber fürs nächste Mal weiß ich Bescheid, wenn wir zu der Mission kommen. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Vielen, vielen Dank nochmal für die Leute, für die Resonanz und tralala und so. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn ich euch damit den Abend, den Tag, die Nacht, den Morgen, wie auch immer, versüßen kann. Und ihr euch darüber amüsiert, wie ich mich hier blamabel verhalte, das Spiel spiele und ja, versuche zu überleben. So, warte mal, da liegt noch was. Hallo. So. Aber ich finde es gut, dass wir doch nochmal von vorne anfangen. Wir wissen jetzt ein paar Sachen. Und ja, alles auf Anfang. Den einen oder anderen wird es von euch vielleicht nicht schmecken, aber wie gesagt, es geht ja jetzt sowieso, Denise, im Full-Release. Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Und alles ist schief gelaufen. Ja, diese Reaktorunglück, das war sehr, sehr traurig. So. Na, dann wollen wir mal. Okay. Mal gucken, ob es jetzt wieder so laut wird im, an der Anlage. Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. So, dann haben wir den auch. Es ist immer noch so laut in der Anlage. Es ist lange her. Ja, 10, 11 Folgen, 12 Folgen. AZ5 noch wenn AZ5 noch funktioniert. AZ5 war, glaube ich, dieser Testknopf, ne? Oder wie war das nochmal? Ich habe letztens noch die, mit meiner besseren Hälfte quasi die Serie gesehen. Da war AZ5 quasi zum, war das nicht zum Abschalten irgendwie da? So ein Sicherheitsschalter? Ich glaube, der AZ5 war, glaube ich, so ein Sicherheitsschalter. Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет.
Taste, was? Drücke die Taste nicht und erfinde eine Ausrede. Drücke die Taste nicht, aber sei ehrlich. Вы это слышали? Голоса. Вот это вообще не тот вопрос, который сейчас в тему, Игорь. Ты как, в норме? Не делай этого, любимый. Черт. Черт, черт. Я не могу. Не могу нажать эту кнопку. Ну, как хочешь. Антон, выдвигаемся. К реактору. Бегом. War das eine gute Idee, jetzt nicht zu drücken? Oh, das sieht hier auch alles ganz anders aus. Oha. Das sieht auch ein bisschen anders aus hier alles. Und hier waren Erinnerungen letztens. Oha. У нас же был план, Игорь. Почему ты просто не нажал на эту чертову кнопку? Entschuldigung. Времени мало, беги. Du hast nicht mehr viel Zeit, lauf. Kann ich die looten? Oh, der zappelt noch. Антон, пожалуйста, ты меня нервируешь. Ah, wieso kann man das einfach anfassen? Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами и использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Туда, куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Уха. Да и завидал. Warum bist du hier? Das ist neu. Das kenne ich so gar nicht. Oliver. Куда ты делся, Оливер? Was zur Hölle? Okay, ich bin froh, dass wir neu angefangen haben. Alter, ist das cool. Lecko funny. Wer ist dieser schwarze Soldat? Da ist Oliver. Es ist ganz anders. Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила, надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Уха.
Wie cool das gemacht ist. Schwarzer maskierter Motherfucker. Errungenschaft freigeschaltet. Alter, wie geil das gemacht ist. Nö, will ich. Okay. Na dann. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. Tschernobyl, Tag 1, morgen. Ja, da haben wir doch schon einiges, in Anführungsstrichen, Neues und Altes gesehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet, denn dann geht's spannend weiter wieder von vorne bei Tschernobyl Light. Und wir entdecken das Spiel von neu, denn bald ist Full Release und wir schauen jetzt mal rein. Also, bis dann, ciao.